Hallo, ich bin Tim Pritlove, das werdet ihr schon geahnt haben. Und ich wollte jetzt mal ein bisschen eröffnen, wie wir das hier traditionell immer machen, mit so einem kleinen Arbeitsbericht über Pritlove. Aber ich möchte auch gerne mal hier einen Teil der Truppe auch noch mit nach vorne laden, nicht zuletzt, um hier dann auch um hier entsprechende Anmerkungen noch zu geben über das, was ich rede. Und deswegen wäre es super, wenn Erik, Juri, Alexandra und Ben vielleicht auch noch einfach mal gleich mit dazukommen. Es sei denn, du willst lieber vor deinem Rechner sitzen dann. Aber genau, findet euch doch hier mal ein. Auch noch jemand vergessen? Was? So. Ja. Wie sieht's aus? Wir haben weitergearbeitet. Also für die Neuen vielleicht, die auch noch immer so ein bisschen rätseln, was es denn eigentlich mit diesem Workshop auf sich hat und mit diesem Begriff Pritlove nochmal zur Erläuterung. Pritlove ist ein Projekt, was sich des Podcastings annimmt. Und wir wollen halt versuchen, diese ganze Podcast-Infrastruktur auf allen nur erdenklichen Fronten irgendwie voranzubringen. Da gehört auch dieser Workshop dazu. Das heißt, unsere Arbeit ist jetzt nicht ausschließlich eine Software-Tätigkeit. Auch wenn sie natürlich einen großen Teil einnimmt, weil natürlich an der Stelle das größte Defizit herrschte noch vor 2 Jahren. Da herrschen immer noch eine ganze Menge Defizite, aber das eine oder andere haben wir unter anderem hier unter der Mitwirkung dieser Damen und Herren und anderer Leute auch im Netz, die auch immer wieder fleißig dabei sind, schon angehen können. Und wir haben da auch relativ weitgehende Pläne. Und ja, aber trotzdem möchte ich das ganz gerne eben auf möglichst vielen Ebenen verankert sehen und ich hoffe, dass wir da auch weit über die Software hinausgehen. Nichtsdestotrotz, der wichtigste Teil oder sagen wir mal so ein bisschen das Aushängeschild bisher ist natürlich der Pritlove Publisher, den einige von euch schon anwenden, andere vielleicht anwenden wollen. Und daran ist auch wieder fleißig gearbeitet worden, vor allem von Erik, auch von Alex, der leider nicht da sein kann. Hallo Alex, wir hätten dich gerne hier gehabt. Ja, aber ihn hat irgendwie ein Virus erwischt, der sich nicht deinstallieren ließ und von daher musste er leider zu Hause bleiben. Das war eine etwas interessante Situation dieses Jahr, weil Erik eigentlich weitgehend seine Zeit mit dem Cocktail am Strand verbracht hat, irgendwie 8000 Kilometer entfernt, aber sozusagen zwischen dem Nippen auch dann immer mal wieder am Tippen war. Das war ganz gut. So konnte also dann doch eine ganze Menge Codepflege betrieben werden. Also wer sich so die Updates des letzten halben Jahres angeschaut hat, es war halt immer wieder Bugfix hier, Bugfix hier, Bugfix da. Und es machte vielleicht manchmal auch so den Eindruck, als ob überhaupt nichts Großes passiert, aber tatsächlich ist einfach relativ viel immer wieder gefixt worden. Und ich persönlich bin eigentlich mit solchen Updates immer am glücklichsten, weil die einfach dazu führen, dass so die Systemstabilität auch hergestellt wird. Zwischen den Zeilen gibt es auch immer wieder sehr viele kleine Detailentscheidungen, die ja, das Ergebnis längeren Testens sind oder dass man einfach merkt, das geht so nicht oder wir müssen das irgendwie anders machen. Das sind so, glaube ich, auch die Sachen, die eine Software am Ende auch wirklich benutzbar machen. Also ohne, dass man irgendwelche großen Änderungen sieht, sind dadurch einfach auch sehr viele Fehler gefixt worden und eben einfach sehr viele Sachen am Laufen gehalten worden. Dann gab es natürlich noch so ein paar Detailverbesserungen, die will ich jetzt im Einzelnen gar nicht alle so durchschreiten. Vielleicht so die sichtbareren Sachen ist halt so diese fortwährende Arbeit an diesem ganzen Kontributor-Modul, was vielleicht manchen etwas übertrieben zu sein scheint manchmal, weil man da auch so unglaublich viel einstellen kann und diese ganzen Social-Accounts und pipapo. Das hat aber mehrere Gründe, warum wir uns dessen annehmen. Erstens, grundsätzlich ist diese Idee, Personen auch sichtbar zu machen im Podcast-Publishing-Prozess, uns auch einfach ein Anliegen, schlicht und ergreifend aus der Tatsache heraus, dass einfach Podcasting ist halt einfach ein extrem persönliches Medium. Hier geht es einfach um Personen. Hörer binden sich an Personen und so weiter. Das ist einfach wichtig. Und dass man das irgendwie bis vor einiger Zeit noch nicht so richtig hat publizieren und sichtbar machen können, empfand ich persönlich immer als großen Nachteil. Und den versuchen wir da halt weitergehend abzubauen.
Und zweitens sind diese Kontributoren auch wichtig für kommende Features. Das heißt, das ist so eins dieser Dinge, an denen wir gerade viel gefeilt haben, um das einfach so future-compatible zu machen, um dann künftig, da werde ich gleich noch drauf aufgehen, etwas wichtige, größere Schritte drauf aufbauen zu können. Dann ist auch immer mal wieder so ein bisschen am Workflow gearbeitet worden, beziehungsweise wie sich das alles so darstellt. Irgendjemand dürfte vielleicht auch aufgefallen sein, dass wir vor ein, zwei, drei Releases zum Beispiel mal dieses Episoden-Eingabeformular so mal alles mal wieder komplett umgestellt haben. Das ist immer so das Ergebnis von so einem schönen iterativen Prozess, wo wir eigentlich auch, wir sind immer, hängen eigentlich die ganze Zeit immer so im Skype ab und chatten miteinander und es wird irgendwie alles immer wieder diskutiert und immer wieder alles aufgeworfen. Das ist ein sehr schöner Prozess und auch eine der tolleren Eigenschaften, finde ich, dieses Projekts, dass auch eigentlich immer wieder alles in Frage gestellt werden kann. Dass man eigentlich immer mindestens so alle 3 Monate schaut man sich das mal wieder gemeinsam an. Es war jetzt dieses Jahr ein bisschen schwieriger durch so diese räumliche Distanz, aber das ist eigentlich immer so der Modus. Man geht dann irgendwann immer mal wieder komplett von A bis Z durch, schaut sich jedes einzelne Menü an, jedes einzelne Feld, jeden einzelnen Text und überlegt, passt das noch? Hat das überhaupt jemals gepasst? Geht das nicht besser? Kann man das nicht anders machen? Bricht das irgendwie irgendein Workflow? Passt das noch zu den Änderungen, die wir zukünftig machen wollen? Und da kommen dann eben solche Änderungen raus. Und auf einmal schaut man sich das an, denkt sich so, ja, genau so ist ja eigentlich viel logischer. Ist einem vielleicht so gar nicht aufgefallen und danach will man es dann gar nicht mehr anders haben. Dann gab es auch immer noch sehr viele Änderungen in diesem ADN-Modul, was vielleicht für viele überhaupt gar nicht so wichtig ist, beziehungsweise wo man sich mal fragt, warum uns das eigentlich so wichtig ist. Mit ADN geht es ja nun langsam leider so ein bisschen, ja, scheidet so langsam dahin, ist so etwas so ein schleichender Tod. Wir haben da trotzdem relativ viel Arbeit reingesteckt, weil das so ein schöner Experimentiergarten ist. Also das ist halt so eigentlich das beste System, wo man so Notifications machen kann und wo es so 1000 Features gibt und wo einem nicht eben wie bei Twitter oder Facebook irgendwie vollkommen sinnlose APIs und Lizenzabkommen und keine Ahnung, was nicht alles für Einschränkungen vor die Nase gehalten werden und man braucht da Zugänge und besonderen Status und all das. Wir machen das deshalb, um das sozusagen auszuprobieren, weil wir darüber nachdenken, wie wir überhaupt diese ganze Idee mit Notifications künftig machen werden. Da werde ich auch gleich nochmal was zu erzählen. Naja, und dann gibt es immer mal wieder so kleine Zöpfe, die wir abschneiden. Das war jetzt zum Beispiel im letzten halben Jahr, ich weiß nicht, wer das überhaupt benutzt hat, aber wir hatten mal so eine kleine Option mit, dass man so forcieren kann, dass wenn so auf einen Download-Link geklickt wird, der Browser den auch wirklich runterlädt. Das ist ja so eine dieser Merkwürdigkeiten im Web, dass das auf einmal so unheimlich schwierig ist, ja, weil es nicht einfach mal so einen einfachen Header gibt, wo man sagen kann, ja, hier, lad mal runter und zeigt nicht an. Ja. Milliarden Menschen laden Aberbilliarden Dateien runter, aber so eine einfache Sache lässt sich im Web einfach nicht ausdrücken. Ja. Es gibt zwar so ein paar Sachen, aber unter den Bedingungen, wie wir das benutzen, bleibt es knifflig. Naja, auf jeden Fall haben wir diese Option rausnehmen müssen, weil die einfach Probleme gemacht hat. Das stört dann manche immer so, warum geht das nicht mehr? Aber da ist dann auch relativ viel Überlegung reingeflossen, warum das so sein muss. Wen das interessiert, können wir das auch gerne nochmal genauer erklären, ist jetzt nicht so wichtig. Dann ist auch sehr viel Arbeit in die Templates geflossen. Die haben wir ja hier beim letzten Workshop schon mal vorgestellt. Ist vielleicht auch nicht unbedingt etwas, was jeder benutzt, aber für die Advanced User kann ich eigentlich immer nur noch mal sagen, bitte schaut euch das noch mal genauer an. Damit kann man nämlich echt nette Sachen machen. Und vor allem hoffen wir auch immer noch so ein bisschen auf Templates, Experimente von anderen. Wenn ihr da also mal was gebaut habt, dann publiziert das mal, packt das auf GitHub, dass man damit rumexperimentieren kann. Es gibt einfach eine ganze Menge Sachen, die man machen kann, weil die Templates sind halt quasi so eine eigene Mini-Programmiersprache auf dem Podlove Publisher. Und man kann auf alles, was man irgendwo eingibt oder was sich ergibt, kann man darauf zugreifen. Und man kann darüber iterieren und man kann irgendwie in Abhängigkeit von dieses und jenes machen. Und ich habe da auch schon ein paar schöne Archivseiten gesehen und dieses und jenes. Und wir würden halt das gerne sehen, dass einfach da noch mehr entsteht auf der einen Seite, aber dass vor allem auch mehr geteilt wird. Und wenn das so eine gewisse Menge annimmt, könnte man auch mal drüber nachdenken, so ein Template-Archiv aufzubauen oder das vielleicht auch direkt dem Publisher anzubieten. Das muss man sehen, ne? Das Schöne für uns ist auch nicht nur, dass wir intern viel, was vorher mit Code gemacht wurde, jetzt einfach selber mit diesen Templates machen können. Das bedeutet dann eben aber auch, dass wir quasi, dass unsere Code-Architektur dadurch einfach sauberer wird, weil wir quasi für alles,
was wir darstellen wollen, erstmal ein klares, eine klare Schnittstelle definieren, um sie dann selber mit diesem Template benutzen zu können. Das heißt, es entstehen einfach weniger Hacks und damit ist einfach die ganze Software schöner. Und schöne Software ist toll. Ja. Und dann schlich sich noch in irgendeinem unauffälligen Dot-Dot-Dot-Update auf einmal etwas ein. Das hieß Tracking. Da haben wir dann, waren wir dann erstmal so leichtsinnig und haben gesagt, ja, das schalten wir jetzt mal hier für alle an und so. Und dann brach natürlich gleich wieder die Hölle los, weil dann doch wieder irgendwas übersehen wurde. Was ist das überhaupt? Tracking bezeichnet, wir machen ein Frontend-Tracking. Also wir wandeln die Links auf die Download-Dateien um in Redirects, sprich, wenn ein Client oder wenn ein Webbrowser oder was auch immer auf diese Dateien zugreifen möchte, das dann auch tut, dann landet es irgendwie erstmal im Publisher und wir zählen halt mit. Und was wir dann konkret mitzählen, ist etwas, was wir Download Intents nennen. Das heißt, wir registrieren die Absicht, dass ein Download stattfinden soll. Ja, da dann der eigentliche Download-Auftrag dann an den Download-Server weitergegeben wird. Das kann derselbe Server sein, muss aber nicht derselbe Server sein und ist auch, glaube ich, häufig nicht derselbe Server. Ist das sozusagen nicht dann die Feststellung, dass tatsächlich etwas heruntergeladen wurde, sondern eher so die Feststellung, dass jemand offensichtlich beabsichtigt hat, etwas herunterzuladen. Und das tracken wir und schreiben das schön in eine Datenbank. Und so über die letzten Versionen ist dieses Tracking immer weiter aufgebaut worden. Und neben diesem Frontend-Tracking, wo wir dann quasi selber eine Statistik draus generieren, gibt es auch noch, das gehört da so ein bisschen mit dazu, ein Background-Tracking. Das heißt, dass selbst die URL, in die dann weitergeleitet wird, auch nochmal modifiziert wird, dass wenn man halt auf dem Download-Server dann auch nochmal mit einem separaten Tool seine Statistiken machen will, eine bessere Möglichkeit hat, diese Zugriffe auch auf die Realität des Publishers zurückzuübersetzen. Also welche Episode war das etc., welches Format, kam das von einem Webplayer oder war das irgendwie aus dem Feed? Also all diese ganzen Metainformationen des Downloads selber schreiben wir dann quasi damit rein. Und der Falk hat ja vorhin schon das Projekt podseed.org erwähnt, wo ihr eure Podcast-Dateien hosten lassen könnt. For free, wenn ich das richtig sehe, genau. Und da ist auch schon mal so rudimentär so ein bisschen Statistikauswertung mit diesem Background-Tracking mit drin. Wer seine eigenen Statistiken macht, sei aufgefordert, sich das mal anzuschauen, weil da steckt dann sozusagen all diese ganze Information drin, die man sonst nicht so bekommen hat. Wir nennen das Podlove Tracking Method oder Module PTM. Das sind einfach so kleine URL-Parameter, die man da hinten ranwirft. Ja, dann haben wir so diverse Inkompatibilitäten mit iTunes und anderen bekloppten Programmen erstmal beheben müssen und so. Und mittlerweile haben wir das Gefühl, es läuft so. Nur, ja, also irgendwas ist noch im Busch. Naja, gut. Ja, das ist das, was passiert ist. Und das sind alles viele, viele kleine Sachen, die jetzt nicht sonderlich glorios rüberkommen, weil das Gloriose haben wir uns dann sozusagen für später aufgehoben. Denn was jetzt eigentlich so als Weihnachtsgeschenk geplant ist, ist der Podlove Publisher 2. Nachdem wir uns ja ewig mit diesem 1. irgendwas rumgeschlagen haben, wollen wir jetzt diese ganze Versionsnummer mal ein bisschen anders machen. Das heißt, es wird einfach Version 2 rauskommen und dann gehen wir da auch so ein bisschen schneller in den Versionen hoch. Und vor allem wollen wir dann mal dieses unsägliche Alpha aus der Versionsnummer herausnehmen. Wir haben so nämlich das Gefühl, dass die Software so langsam stabil läuft und auch im Wesentlichen alle Features hat, die man so braucht. Aber ein paar fehlen natürlich und vor allem fehlen natürlich so ein paar Features, nach denen alle schreien. Und wonach schreien alle? Genau. Ihr wollt alle Analytics haben und das Tolle ist, es wird Analytics geben. There will be Statistics. Ihr wollt es doch auch. Genau. Und ich wollte das auch haben. Aber es war halt sehr schwierig. Dieses Tracking war natürlich die Vorbereitung. Das heißt, wir haben erstmal den Unterbau geschaffen, um zu gucken,
Ja, erstmal einsammeln, erstmal diesen Teil machen, bevor man überhaupt irgendetwas auswerten kann. Und deswegen haben wir das jetzt auch relativ frühzeitig schon rausgeschoben. Das heißt, jeder, der Tracking schon eingeschaltet hat, wird in dem Moment, wo die Statistiken kommen, in der Lage sein, Statistiken bis zu diesem Zeitpunkt im Prinzip abzurufen. Für davor natürlich nicht. Das werden wir dann sehen. Also das Ganze ist halt eine Auswertung von diesem Frontend-Tracking. Und es ist sehr interaktiv, das werden wir gleich zeigen. Und zwar wird das jetzt mal der Erik selber zeigen. Magst du hier mal den Bildschirm übernehmen? Ja, oder soll ich mich drauf connecten? So? Einfach reinstecken, genau. Links, rechts, hier. So. Ja, nimm noch mal den hier. So. Hallo, hallo. Ja, sprechen Sie jetzt. Wo sind jetzt? Dann spreche ich mal jetzt. Ist da. Nee, da ist nichts zu sehen. Mach mal dein hast du Mirroring an. Ach so, tja. Das muss so. So, ich hoffe, das ist nicht das Mikrofon, was hier. Lass mal Ja, ich habe ausschalten. Schalt mal Mirroring aus. an. Ja, schalt mal aus. Änder mal was. Andere Auflösung. Ja, aber welche Auflösung? Best for irgendwas. Der hat. Hast du da Retina Fu? Ich habe überhaupt nichts mit Retina. Du hast nichts mit Retina. Ansonsten Tja, das ist das neue Statistiktool. Ja, man sieht danach auch nicht mehr als vorher. Black is the new black. Genau. Gleich mal ein paar Anmerkungen dazu. Also, wir gehen davon aus, dass es irgendwie wahrscheinlich auch erstmal nicht stimmt, was ihr da seht. Ja, es könnte sein, dass es stimmt. Das wäre super, aber das ist etwas, das wird sich dann erst nach dem Release langsam zeigen, wie gut das nun wirklich ist. Es gibt da so viele Edge Cases zu berücksichtigen und gerade so kleinen Statistiken etc. sind nochmal so eine Aufgabe für sich. Im Übrigen, wer von euch sich berufen fühlt, so im Bereich von, ich hack da mal ein kleines Tool, weil es gerade gebraucht wird, aktiv zu werden, da fällt mir immer eine Menge zu ein. Und gerade in diesem Tracking-Statistik-Analytics-Bereich haben wir zum Beispiel das Problem, dass es einfach sehr viele User-Agent-Strings, also diese Identifikation von Podcast-Clients etc., da noch gilt einzusortieren. Und auch das sind so Teilaufgaben, die demnächst mal gelöst werden können. So, jetzt haben wir hier auch Bild, dann erklär doch mal. Ja, hallo nochmal. Also ich bin Erik. Und genau, wer sich beschweren wollte, dass im letzten halben Jahr wenig passiert ist, weißt du, es ist, wie gesagt, hinter den Kulissen passiert. Ich habe viel in Indien über Statistiken meditiert und das ist hierbei rausgekommen. Ja, Tim meinte schon, was wir eigentlich messen, sind eben die Download-Intents. Das heißt, nur der Ansatz, einen Download zu starten. Und eben nicht, also wir, da wir nicht den Zugriff auf das Backend haben, wissen wir nicht, ob der komplett downgeloadet wurde oder nicht. Es reicht aber, um vergleichende Statistiken aufbauen zu können. Ja, wie gemessen wird, hat Tim auch schon erwähnt. Also wir haben so Shadow-URLs, die wir rausgeben, die dann eben erstmal auf den Publisher leiten, der Publisher trackt und dann wird es der Request auf die eigentliche Datei weitergeleitet. Was für Daten werden dabei gespeichert? Also der User Agent natürlich, dann alle möglichen Daten über die Audiodatei, die Geolocation und auch Source und Context. Also wie wurde die Datei aufgerufen? Kommt der Request aus über den Feed, über den Webplayer, über die Webseite und so weiter?
Und über den User Agent bekommen wir noch weitere Daten, also welcher Client, welches Operating System, welches Gerät. Da, wie Tim auch schon erwähnt hat, sind wir noch im Aufbau. Wir benutzen eine User Agent Parsing Library, die natürlich keine Ahnung von Podcasts hat. Ich habe da jetzt schon händisch einiges nachgerüstet, sodass wir zumindest ein paar grobe Auswertungen haben. Aber ja, da muss noch viel nachgebessert werden, dass möglichst viele User Agent Strings auch ausgewertet werden können, damit die Daten dann auch besser werden. Das ist aber ein laufender Prozess und die Daten werden einfach nach und nach dann auch besser. Ja, der letzte Schritt, also wie gesagt, tracken tun wir seit 3 Monaten oder sogar länger schon. Aber was noch fehlt, ist die Visualisierung. Also solange ihr nicht auf Zahlen in der Datenbank starren wollt, dann braucht es auch eine grafische Auswertung. Und was wir da machen, eine Besonderheit, was glaube ich sonst keiner macht, gerade bei den Episoden, wir machen die Daten relativ. Das heißt, wir nullen die auf den Episodenstart, sodass Episoden auch vergleichbar werden. Also das ist das eigentliche Datum eines Tages, die Downloads eines Tages sind ja gar nicht so relevant, sondern wie lange das her ist. Und dass man eben auch so die erste Woche eines jeder Episode miteinander vergleichen kann. Wie sah meine beste Episode aus? Was wir zum Beispiel auch machen, ist die durchschnittliche Episode zu berechnen und legen die dann drüber, sodass man sofort sieht, die Episode ist jetzt viel stärker angefragt als die durchschnittliche Episode und so weiter. Kommen wir zu einer Demo? Oder probieren wir das Ganze? Ja. Also alles ganz bleeding edge und wenn irgendwas nicht geht, dann ist es nicht meine Schuld. Also schon meine Schuld, aber... Bitte nicht hauen. Bitte nicht hauen, genau. Das ist jetzt nur ein erster Blick auf die, also quasi wie man es aus Google Analytics kennt, so die Gesamt-Downloads des letzten Monats. Einfach mal alles aufsummiert über alle Episoden. Da kann man jetzt nicht so viele, besonders viele Informationen rausziehen, aber es gibt so ein schönes, wohliges Gefühl im Magen, wenn man als Podcaster so drauf guckt und jemand hört auch meine Podcasts, das ist aber schön. Dann haben wir hier für Freunde der rohen Zahlen auch einfach tabellarisch mal Total Downloads der Episode, das letzte 4 Wochen, letzte Woche, gestern und heute, auch alles sortierbar. Tim, darf ich im Übrigen die Daten von LNP öffentlich nutzen? Ja, okay. Das ist total übertrieben. Genau. Und die deutlich mehr Daten im Moment gibt es noch bei, wenn wir mal in eine einzelne Episode reinschauen, in dem Fall hier die 113. Ist es groß genug? Kann man das so grob erkennen? Okay. Genau, die Standardeinstellung ist hier also aufsummiert auf 6 Stunden und die erste Woche. Und was wir hier sehen, sind die blauen Balken sind eben die Downloads innerhalb dieser Zeit. Der rote Balken ist eine durchschnittliche Episode, sodass man direkt den Vergleich hat, okay, die Episode hier war jetzt eben schon stärker nachgefragt als im Durchschnitt. Also ist nicht deutlich, aber zumindest bekommt man einen Eindruck. Und kumulativ einfach aufsummiert die Downloads und das Ganze kann man jetzt aber auch noch feiner einstellen. Also wenn man das Ganze stündlich braucht, dann bekomme ich das auch. Genau, dann kann ich hier unten mir den Ausschnitt auswählen. So ein bisschen rumziehen. Und dann haben wir hier unten noch viele lustige Balken, wenn ich einfach mal zum Beispiel alles auswähle. Das ein bisschen kleiner machen, weil das ist ja nicht abgeschnitten. Ach, rechts abgeschnitten. Okay. Nur 13%.
Also das Ganze ist so gedacht, dass man halt einerseits schnell einen Überblick kriegt über das Wichtige, aber dass, wenn man mal was sich genauer anschauen will, auch die Möglichkeit hat, das immer weiter zu verfeinern. Und da gibt es halt so verschiedene grundsätzliche Sachen. Erstmal diese Akkumulation, also wir speichern jeden Download für sich und können im Prinzip, könnten wir da im Sekundenlevel draufschauen. Das macht natürlich keinen Sinn. Aber so, wenn man eben mal schauen will, oh, was weiß ich, jetzt hat hier Internet Hero XY meine Sendung getwittert um 15.34 Uhr, dann schaut man halt mal genau an der Stunde, ist denn da irgendwas passiert. Und dann kann man halt da entsprechend reinzoomen und sich nur genau diesen Fall anschauen. Aber wenn man eben einen totalen Überblick haben will mit, ja, mir reicht jetzt hier Tag, mir reicht sogar eine ganze Woche, weil irgendwie das ist jetzt das, was jetzt gerade in der Debatte wichtig ist, dann geht es halt auch, das geht hier alles über dasselbe User-Interface. Also diese Units aggregieren und der Zeitraumüberblick sagt, wie viel schaue ich mir an, und in dieser Zeitleiste kann man sich das angucken. Genau, und hier unten kommt es dann zu den weiteren Auswertungen. Eben Download Source und Download Context. Das heißt, wo kommt der Download her? Kommt er über einen Feed, über einen Webplayer oder einen Direktdownload? Und der Kontext ist dann genau, also wenn ich über einen Feed hier reingehe, habe ich direkt interaktiv auch, wie viel vom Feed ist MVA, MP3 und so weiter. Oder Direktdownload, was sind Direktdownloads? Select-Button, Select-Show und so weiter. Und also sieht man jetzt gerade nicht, aber hier oben wird auch interaktiv. Na, klick mal unten. Klick mal auf Feed. Ja. Also das ändert sich alles. Also sieht man jetzt gerade nicht wegen der Auflösung, aber ihr habt das dann viel schöner auf euren 30-Zoll-Monitoren. Ja, are you getting it? Also man kann jetzt hier wirklich auf jeden Aspekt draufklicken und alle anderen passen sich entsprechend an. Ja, also man kann nur MP3 oder nur irgendein Client oder nur irgendein OS, aber auch jede beliebige Kombination daraus kann man hier anklicken und kriegt sofort die Auswertung nur von diesem Aspekt, den man sich gerade anschauen will. Also gerade... Damit bekommt man eben auch noch andere Auswertungen hin. Da muss man sich aber eben einfach mal überlegen, was will man eigentlich wissen. Also wenn ich jetzt einfach mal hier auf Android klicke, dann bekomme ich eben raus, welche Podcast-Clients von Android hören mich denn? Welche Podcast-Clients werden auf Mac benutzt? Was gibt's für iOS-Podcast-Clients? Wer hört denn eigentlich OGG? Und welche Podcast-Clients benutzen... laden OGG-Dateien runter. Ja, wie gesagt, den Daten noch nicht hundertprozentig vertrauen, aber wir arbeiten dran. Das ist übrigens auch der totale Wildwuchs. Ne? Nachdem, wenn man sich so Podcast-Clients anschaut, das ist halt genauso wie Microsoft das früher gemacht hat, die immer mit ihrem Internet Explorer gesagt haben, ja, wir sind ja wie Mozilla, wir sind ja auch wie Firefox und Chrome und wir sind ja überhaupt alle und Safari und Gecko und Like WebKit und so. So machen das auch bestimmte Podcast-Clients. Also so Downcast sagt dann halt auch erstmal, ja, ich bin iTunes, aber nicht das richtige iTunes, sondern das Downcast-iTunes und so. Und das muss man jetzt alles erstmal rausfummeln. Deswegen sind diese ganzen, gerade diese kleinen Statistiken mit Vorsicht zu genießen. Genau, aber im Prinzip, diesen Bereich hier gibt es dann auch mal nochmal über alle Episoden. Also das kommt dann hier auch nochmal hin, hier wo jetzt gerade nur die Gesamtdownloads sind. Aber im Prinzip ist es das. Jo. War das das, was ihr wolltet? Was fehlt noch? Ja, Subscriber-Statistiken ist im Prinzip die gleiche Soße, aber muss eben noch gemacht werden. Also letztendlich machen wir dann, also wir wissen ja nicht, was Feedburner macht, aber vermutlich machen wir dasselbe, was eben auch Feedburner macht. Das heißt, einfach bei den Feeds mittracken und Voodoo, Magic, und irgendwann kriegt ihr auch Subscriber-Statistiken, aber einen Schritt nach dem anderen. Genau, dann gefilterte Exporte, hallo Mike, die kommen auch noch, gibt's aber gerade noch nicht. Also einfach so rohe CSV-Dateien, CSV-Datenexporte, damit ihr die Daten auch selber in euren Excel oder wo auch immer auswerten könnt. Und wie gesagt, die User-Agent-Datenbank ist ein Work in Progress, also die Daten können nur besser werden. Jo. Super. So.
So, weiter geht's. Irgendjemand wird sich sicherlich angeschaut haben, wie viel Zeit wir offiziell noch haben. Ich glaube, wir überziehen. So, aber das mit diesem nachträglich reinstecken ist ja so eine Sache. Ne? Was war vorhin der Trick, Anni? Ah, das war der Trick. So, genau, also Analytics, super Sache. Ja, da sieht man mal, was lange währt, wird endlich gut. Also da haben wir wirklich echt sehr, sehr, sehr lange drüber diskutiert, wie wir das machen. Und ich bin auch sehr gespannt, wie die Ergebnisse sind. Und wie gesagt, ich sage das nochmal, also wir brauchten jemanden, der so ein Tool hackt, um diese ganzen unbekannten User-Agents zu machen. Also wir stellen uns so ein kleines System vor, wo man alles, was wir noch nicht kennen und neu klassifizieren wollen, mal reinballert. Und dann dürft ihr alle euren Hörern in den Podcast erzählen, dass jeder da mal mindestens 10 User-Agents klassifizieren muss. Ja, mit dem Schneeballsystem sollten wir einfach da diese 20.000 Strings in 0, nix weggeballert bekommen haben. So nach dem Motto, wenn irgendwie so mindestens 3 Leute dasselbe gemeint haben über irgendetwas, dann können wir davon ausgehen, dass es schon irgendwie passt. So, und dann können wir quasi unsere Client-Datenbank damit viel besser aufbauen. Und wovon ich noch träume, ist, dass man halt in Zukunft dann auch eben so eine Client-Capability-Database aufbauen kann. Dass wir halt sagen, okay, wir kennen jetzt die Clients, wir wissen auch, was die Clients können. Und jetzt können wir eben auch mal uns die Statistiken anschauen, wie viele von meinen Hörern verwenden denn einen Client, der das kann? Ja, was weiß ich, BitTorrent oder Kapitelmarken-Support oder Podlove, irgendwas. Also, dass man einfach auch eine sehr viel informiertere Information noch darüber bekommt, was da draußen ist, um dann wiederum auch Einschätzungen machen zu können, ja, okay, wenn ich das jetzt einbaue in meinen Podcast, dann weiß ich auch, dass 80% das benutzen können. Sowas zum Beispiel. So, aber das war ja nur das erste Feature von Publisher 2, das Weihnachtsgeschenk. Was auch noch dazu kommt, ist WordPress Network Support. Ja, das ist auch so ein bisschen diese schwierige Debatte mit mehreren Podcasts und wie macht man das? Ich weiß, viele von euch, und ich gehöre lustigerweise auch noch dazu, überlegen halt immer wieder, wie mache ich denn das mit mehreren Podcasts? Gerade mit so verschiedenen Varianten desselben Podcasts und dann gibt's so Leute, die wollen irgendwie eins in Deutsch und eins in Englisch machen, das irgendwie separat ausliefern und so. Alles sehr schwierige Designentscheidungen. Wir haben bisher der Versuchung nicht nachgegeben, das einfach da reinzubauen, dass man dann beliebig viele Podcasts mit nochmal Selektoren und nochmal Kategorie oder irgendwas da reinbaut. Und der Grund ist primär der, es macht unsere interne Struktur extrem viel komplizierter. Ja, weil alles dann irgendwie nochmal eine Indirektion bekommt und auf einmal muss man jeden Wert immer noch in Abhängigkeit von dem Podcast, den man jetzt gerade meint, macht. Das macht diese ganze Template-Geschichte total schwierig, das macht unsere API total schwierig, das macht auch unsere API nach außen, die wir im Prinzip auch planen. Also irgendwann soll es ja auch mal möglich sein, dass man direkt mit dem Publisher reden kann, dass man sozusagen nicht nur dieses API im Template benutzt, sondern dass man mit diesem Publisher auch von irgendeinem anderen Tool übers Netz direkt reden kann. Shownotes-Vorbereitungen und all so ein Kram. Das sind alles so Überlegungen, die da mit reinfließen. Deswegen kommt jetzt erstmal dieser Network-Support, weil WordPress ist ja eh da. WordPress kann man in diesem Network-Modus aufsetzen. Das ist so ein überschaubarer administrativer Aufwand. Und es wird halt jetzt möglich sein, mehrere Podcasts zu machen. Das heißt, ein Blog pro Podcast. Und dann kann man Podcast-Networks machen. Das heißt, man kann eine Liste von Sachen machen. Und über die Templates kann man dann die Liste der letzten 100 Episoden über alle Podcasts und irgendwie die Shownotes von allen Podcasts und alle Links auf Wikipedia in allen Podcasts und all dieser ganze Klimbim, was man sich da vorstellen kann, das soll damit möglich sein. Und nebenbei werden wir dann auch noch so ein paar der Settings, die derzeit halt pro Block sind, werden wir dann auch in dieses Netzwerk auslagern, weil sie sehr viel mehr Sinn machen, wenn sie für alle gelten. Das mag auch Kontributoren mit beinhalten irgendwann, das ist noch so ein bisschen schwierig, aber so Sachen wie File-Types und so Sachen, die eh so serverspezifisch sind, die werden dann mit Sicherheit da landen. Und was hatten wir noch auf der Liste für Network, irgendwas war denn da noch? Ah ja, genau, die Templates zum Beispiel. Ja. Also man kann dann auch netzwerkweite Templates machen. Man kann sie also sozusagen ein Template machen mit, das hätte ich jetzt gerne für jeden meiner Podcasts und kann das dann einfach benutzen und muss es nicht in jeden einzelnen Podcast wieder eintragen und solche Sachen. Was auch noch ein bisschen vorangebracht werden soll, ist die Hilfe und vor allem auch Lokalisierung. Das heißt, wir wollen den Publisher auch mehrsprachig machen, also Deutsch, Japanisch, Klingonisch, alles, was man so braucht. Und wollen auch die ganzen Hilfetexte nochmal richtig überarbeiten.
auch ein Setup-Wizard schwebt uns vor, dass man insbesondere diesen Einstieg für so diese First, diese Unboxing-Experience, so now that I have Podlove, what shall I do with it, dass man einfach nur sagen kann, ja, ich möchte jetzt gerne einen Podcast und ich hätte den gerne in MP3 und M4A und ich hätte gerne noch das und dann sagt man einfach, mach mal und dann brumm, ist schon mal alles so vorbereitet. Alle Feeds sind da, alle Assets sind da, der Webplayer ist konfiguriert etc. Das ist so eine Sache, über die wir schon viel gesprochen haben, wo wir aber erstmal alles stabilisiert haben wollten. Wir wollten irgendwie das Gefühl haben, das ist jetzt auch so die Struktur, mit der wir erstmal signifikant lange Zeit weiter schreiten wollen. Das gilt natürlich auch so für Hilftexte und Übersetzungen. Das heißt, in absehbarer Zeit wird es dann so ein Portal geben für die Lokalisierung. Da dürft ihr euch dann alle drauf stürzen und euren Publisher selber übersetzen. Insbesondere in Klingonisch. Ganz nebenbei wird dann eben auch noch die UI überarbeitet werden an manchen Stellen. Das Auphonic-Interface soll noch ein bisschen einfacher werden. Da steht ja auch noch so einiges an. Und was ich vorhin schon erwähnt hatte, warum wir uns irgendwie mit diesem ADN-Modul so viel rumgeschlagen haben, weil wir viel über Notifications nachdenken. Ob das jetzt schon in der ersten Version vom Publisher 2 drin sein wird, weiß ich noch nicht, aber das ist definitiv geplant für so die Folgeversion. Das ist, dass wir eben so Notifications verallgemeinern. Also dass es nicht nur so ein Modul gibt, was jetzt irgendwie das macht, sondern dass wir generell einfach eine Vorstellung von Notifications haben. Und da gehört dann vor allem, also weniger, also theoretisch auch so Twitter, aber das lässt sich alles sehr schwierig integrieren. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir das machen. Aber was uns vorschwebt, ist halt so eine E-Mail-Notification-Geschichte. Also sowohl E-Mail an Hörer, ja, eine neue Podcast-Folge ist rausgekommen, du wolltest das per E-Mail bekommen, hier kriegst du es per E-Mail. Und dann steht da irgendwie alles drin, was man möchte. Man baut sich ein Template wieder und dann ist ganz klar, was in dieser E-Mail drin steht. Aber was ich auch persönlich immer wollte, E-Mail-Notification für Teilnehmer. Ja, dieser Klassiker, man hat dann irgendwie einen Gast. Also, ja, wann erscheint denn das? Ja, ich sag dir Bescheid. Ja, klar. Ja, künftig sagt man einfach nur, alle Teilnehmer, die den Contributor-Gruppe Gast haben, erhalten eine E-Mail, wenn die Sendung veröffentlicht ist. Und man muss da überhaupt nicht mehr drüber nachdenken. Ja? Oder natürlich auch das Team, wenn man das möchte. Also so auf dieser Basis, und auch hier sind wieder diese Contributoren interessant. Auch für den Zweierzweig dann geplant, also das ist jetzt noch nicht 2.0, sondern eher so 2.3, da grübeln wir schon sehr, sehr lange drüber nach, das ist halt so ein Konfliktsystem. Das ist so nochmal eine generelle Umarbeitung des Systems, in der wir quasi, dass jeder Teil der Software so seine Bedenken abgeben kann. So, nach dem Motto, ja, mit mir kannst du das und das einstellen, aber jetzt stell dir mal vor, hier fehlt ein Setting oder da passt es nicht zu diesem Wert. Das heißt, jedes Stück Software kann sagen, also das sind die Dinge, die mich bekümmern und das System kann dann selber feststellen, ob dieser Fall eingetreten ist und wenn es dann halt bekümmert, dann generiert dieses Modul automatisch eine Warnung, einen Fehler oder einen fatalen Fehler. Und man hat ein User-Interface, in dem man sich das anzeigen kann und wenn man das wieder mit den Notifications kombiniert, dann kann man halt so Kaskaden machen wie, wenn irgendetwas entsteht, was ein fataler Fehler ist, dann schick mir eine Mail. So muss das ja irgendwie auch laufen. Also das ist dann so modulbasiert, jedes Modul kann dann seine eigenen Bedenken da mit einbringen, müssen wir schauen. Ne? Ja, das habe ich schon erwähnt, UI-Verbesserungen für Auphonic, da gehört natürlich dann auch dazu, dass wir planen, dieses Multitrack-Feature einzubauen, so, ich glaube so rudimentär hat Alex das glaube ich sogar schon angegangen, ich weiß jetzt gerade nicht, oder zumindest haben wir darüber nachgedacht. Das ist natürlich etwas, was wir unbedingt auch kombinieren wollen mit den Kontributoren. Ja, also wer noch nicht genau weiß, wovon ich rede, Auphonic, das System, was wir alle benutzen zur Überarbeitung von Audio, kann halt jetzt auch Audio mehrspurig übernehmen. Und das ist natürlich so ein No-Brainer, dass wir sagen, okay, jede Person eine Spur. Und das wollen wir dann eben auch gleich beim Hochladen aus dem Publisher nicht nur sagen, mit, du hast hier drei Spuren, sondern dann sagen, das ist diese Spur und das repräsentiert diese Person. Und dann können wir nämlich die von Auphonic generierten Metadaten, wie zum Beispiel Sprecheraktivität, also wer redet wann, auch wiederum übernehmen und dann in den Webplayer gießen, damit es irgendwie alles schön ist. In eingeschränktem Maße wollen wir dann vielleicht auch noch so Teile, Presets und Encoding und so weiter auch noch übernehmen. Das ist aber nicht ganz einfach. Und diese ganze Chapter-Sache braucht auf jeden Fall auch ein neues User-Interface. Das hoffe ich, wird nicht so lange dauern. Ja, und dann
soll da auch noch ein neuer Webplayer kommen, denn der alte setzt ein wenig Staub an. Und wir hatten da so gut der läuft, also ich bin immer wieder erstaunt, wie gut es eigentlich gelaufen ist die letzte Zeit, aber es gibt immer wieder so Bereiche, was weiß ich, Konflikte mit Themes, Konflikte mit anderem CSS, wo die Player dann irgendwie verschwinden, falsche Farben haben, durchsichtig werden oder keine Ahnung, irgendwas ist halt verzerrt und passt nicht so richtig. Die Responsivität des Players ließ auch noch ein bisschen zu wünschen übrig. Es hat sich zwar so ein bisschen angepasst, aber es war halt alles noch nicht so richtig aus einem Guss. Und um das zu machen, war einfach ein kompletter Rewrite nötig. Der ist so vor einem Jahr quasi so konzeptionell mal angedacht worden, hat dann so langsam Fahrt aufgenommen. Da hat sich vor allem Juri extrem dran geschmissen. Und ich glaube, mittlerweile ist, wie viel von dem Code ist jetzt neu? Ich habe keine Prozent. Gefühlt? Hast du ein Gefühl? 80%. Ja, also schon viel, ne? Okay. Ja. Genau, das genau. CSS ist komplett neu. Genau, CSS ist alles neu, das ist also jetzt sehr modular aufgebaut. Der Player wird jetzt hochgradig responsiv sein, also soll natürlich dann sozusagen auf alle Größen, Formen und Möglichkeiten sich anpassen, verschiedene Moni haben. Und vor allem, der Player ist für uns halt deshalb auch so wichtig, weil er eben die Basis der Podlove-Timeline sein, was so ein bisschen so das, meiner Meinung nach, das beherrschende Thema im nächsten Jahr wird, weil das steht jetzt einfach mal an. So, wollen wir mal was zeigen? Gerne. Soll ich das zeigen? Oder willst du was? Machen. Du kannst es ja kommentieren und ich zeige es oder so. Okay, Nackenstarre. Wohin? Dynamisch durch den Raum laufen. So Produktpräsentationmäßig. Moment, gleich soweit. Ich muss jetzt mal die ganzen peinlichen Notifications hier abschalten, die ihr nicht sehen dürft. Naja, kenne euch doch. Ja, aber jetzt müsste ich ja hier irgendwie den Pausenfüller machen. Also wir haben wirklich eine ganze Menge Arbeit reingesteckt. Wir haben das Ding aufgespalten in Module und wir haben vor allem so viel wie möglich versucht, den Media-Element rauszuschieben und möglichst alles selber zu machen, damit wir alles in der Hand haben und alles verändern können, so wie wir es brauchen und so wie ihr es braucht vor allem. Und ja, also ich meine, ich repräsentiere das hier nur, das ist eine gemeinsame Arbeit von vielen. Ja? Also da ist auf jeden Fall Sven zu nennen, der die Designs macht und auch Alex, der heute nicht hier sein kann, der auf vielen anderen Stellen das macht. Vor allem Alexandra ist auch noch zu nennen, die das ganze Layout gemacht hat, umgesetzt hat von Sven. Fullscreen ist nicht Fullscreen hier. Bitte? Das sieht mehr als Fullscreen. Das ist. Was? Das ist mehr als Fullscreen. Ja, da kann ich jetzt, glaube ich, gerade gar nicht so viel. Dann mach nicht Fullscreen. Ja, ich mach nicht Fullscreen. Genau. Mach doch keinen Fullscreen hier. Es ist Fullscreen gewesen. Ja. Haben wir auch noch mal was mit Rand? Nee, ne? Neu laden, bitte. Wieso? Und dann? Ja, du kannst einfach auf Examples gehen. Also, was wir auch versucht haben zu machen, ist ein bisschen die Dokumentationsseite auch auf der ein bisschen interaktiv zu gestalten. Das heißt, also wir haben eine Beispielseite mit, das sieht jetzt noch nicht gut aus, aber das wird noch. Da wird mir bestimmt jemand helfen bei. Hint, hint. So, was meintest du jetzt gerade, was ich noch? Die Examples-Seite war gut. Ja, aber da ist auch nichts mit. Was denn? Mit was? Ach so, hier den Rand. Ja, aber hier ist ja keine lange, hier ist ja der lange CAE nicht drin. Ach so, ja, den kannst du aufrufen in Multiple Embedded Players on One Page. Genau, das ist nämlich auch die erste Änderung. Also wir haben jetzt die, wir haben jeden Player jetzt in so einen Käfig gepackt, sodass da auch garantiert keine, also nur User-Interaktion stattfinden kann, aber keine Styles oder irgendwas anderes irgendwie da drin rumfuhrwerken und fuschen kann. Das macht gleichzeitig den Player auch noch einbettbar. Kann ich den eigentlich einklappen hier? Noch nicht. Ah. Das habe ich gestern nicht mehr geschafft. Aber ausklappen geht auf jeden Fall. Ja, ja. Immerhin. Immerhin. 50%. Genau.
So, ja, also die Grundidee hier beim Player ist erstmal das ganze GUI so ein bisschen zu sortieren. Das heißt, alles, was jetzt Audio Controls ist, das ist jetzt hier so auch in einem Bereich, und alles, was so Metadaten ist, das ist jetzt so hier. Der trägt jetzt noch etwas dick auf, ja. Also hier ist noch sehr viel Höhe, und im Vergleich zum alten Player nimmt er noch sehr viel mehr Raum ein. Ich denke, da müssen wir nochmal an dem einen oder anderen Detail etwas schleifen, aber es zeigt jetzt einfach schon mal ganz gut, wohin die Reise gehen soll. Sag doch mal, wohin die Reise gehen soll. Na, wir wollen vor allem ganz viel Liebe mit Metadaten machen. Das heißt also Bilder zum Beispiel auch, Cornelis, die sind nicht vergessen. und ja, also die Chapter sind natürlich jetzt besonders in den Vordergrund gerückt, weil sie jetzt da oben auch noch in der Progressbar sind. Das heißt, auch wenn wir das eingeklappt haben, sehen wir, also wenn es zum Beispiel jetzt neu lädt, weil wir es ja noch nicht einklappen können, dann würde man jetzt also sehen, dass da die ganze Zeit sich die Kapitel auch angezeigt werden, auch beim Abspielen. Das heißt, man braucht nicht diese ausgeklappte Liste, man kann den klein lassen, und das ist auch der Plan, den wir auch noch verfolgen, ist, dass wir auch einen sehr kleinen Player anbieten, der nur die wirklich notwendigen Daten anzeigt und den ganzen großen Teil nicht. Genau. Ja. Es soll weitergehen in Richtung, naja, vor allem Mobile First, weil ja die meisten Leute sich sowieso das auf dem Telefon heutzutage angucken. Dann verändert sich der Player in einer Art und Weise, sodass man ihn auch auf dem mobilen Endgerät angucken kann. Das sieht vor allem auf dem mobilen Endgerät super aus. Also wir... Kein Live-Testing jetzt, bitte. Da haben wir noch genug Zeit für. Ja, passt schon. Ja, genau. Also wir haben vor allem auch neue Tabs umgestaltet, also ist alles ein bisschen aufgeräumt. Ups. Zum Beispiel kannst du mal den Download-Tab anzeigen. Ja, das oder den Sharing-Tab. Das mache ich aber jetzt erstmal wieder groß, oder? Nee, es geht ja in allen. Ja? Ja, natürlich. Ah. Das ist ja der Gag. Alles leere Behauptungen hier. Guck mal. Schwuppi. Genau, also jetzt gibt es da diese vier Tabs. Gerade derzeit sind es noch vier, es werden noch viel mehr wahrscheinlich. Oder man kann sich dann je nach Metadaten werden halt verschiedene Tabs angezeigt. Genau. Und das passt sich dann alles eben der Bildschirmgröße an, der vorhandenen, der möglichen. Möchtest du was sagen, Alexander? Ich wollte mal hinweisen, das Mikrofon. Ja. Hallo. Na, Alex soll das ja auch hören. Es ist ja an. Ja. Super. Das ist jetzt die Mobilversion, wie man unschwer erkennen kann. Und wenn du das dann auch nochmal gleichzeitig ausklappst, siehst du, es ist ein fluides Layout geworden. Also je nach Breite sitzt es immer da, wo es sitzen soll. Genau. Und ihr seht auch schon hier, so Sharing ist, wir wollen jetzt sozusagen auch so den Detailgrad des Sharings neu definieren. Also bisher war das ja immer nur so die Episode, aber manchmal will man ja den Podcast sharen, manchmal will man die Episode, manchmal nur das Kapitel, was man gerade hört, oder eben die aktuelle Position. Künftig wird es dann auch möglich sein, Regionen zu markieren, dass man sagen kann, von hier bis da, das möchte ich jetzt mal sharen. Und zwar nicht unbedingt immer nur mit der Öffentlichkeit, sondern im Idealfall auch mit den Podcastern. Das ist so diese Idee der Recommended Sections, das heißt, Leute, die es hören und sagen, das war aber lustig, das war aber informativ, das sollten auch andere Leute hören, können das nicht nur irgendwo hin twittern, sondern man kriegt das dann quasi direkt in den Publisher zurückgereicht, kriegt das so vor Review und sagt so, ah ja, okay, interessante Stelle, da haben wir ja mal gelacht, und übernimmt das, und dann ist das quasi auch als Hörvorschlag künftig direkt im Player wiederum mit drin, also dass man da auch so eine Feedback-Schleife schließt. Download. Genau, das nächste ist der Download. Mit diesem wunderschönen Paketsymbol lässt sich auswählen, welche Datei man haben möchte, und das ist es eigentlich schon. Genau. Etwas übersichtliche Info-Geschichte. Genau, da ist wesentlich mehr drin und auch jetzt bei dir noch nicht vorhanden. Obwohl da unten gibt es jetzt noch schon die Lizenz, das ist ja auch ganz spannend. Und es gibt dort auch die Möglichkeit, jetzt noch dann seine eigenen Profile einzubinden. Das ist in diesem Beispiel noch nicht vorhanden, da könntest du jetzt zurückwechseln. Da gibt es dann auch schon zwei Profile. Was meinst du jetzt gerade, zurückwechseln? Du gehst einfach auf eine Seite davor, in das Podlove-Beispiel quasi, ja genau hier. Und da einfach auf Info nochmal drücken.
Und da unten. Ja, genau. Da kann man jetzt über Twitter oder E-Mail in Verbindung bleiben. Und natürlich geht da auch Flatter und genau, also da kommt wieder diese Konstruktor-Geschichte, greift dann auch wieder mit rein. Also es kommt hier irgendwie alles langsam zusammen. Das ist es eigentlich. Ja, das ist es eigentlich. Ach so. Nein, ja. nein, das ist es. Es soll, wenn ich das noch mal ganz kurz sagen darf, das haben wir leider nicht mehr geschafft, aber es war eigentlich schon angedacht, auch ein Skinning-System hier noch mit einzubauen. Das heißt, dass ihr eure... das ist jetzt sozusagen unser Standardvorschlag hier, dieses oben der ganze Bereich in dunkel zu halten und diese, wir nennen es Tabs, die Kapitel dort unten, die ausklappbar sind, dann in weiß. Das könnte man dann in eine, dass man andere Skins sich aussucht, in hell oder dunkel wäre dann das, was wir jetzt als nächstes umsetzen. Zu Weihnachten machen wir dann auch so Seasons Colors, die kann man dann im Potluck Store kaufen und runterladen. Weihnachtsmann-Animation dazwischen, keine Ahnung. Ja, genau. Schneeflocken, genau. Das war jetzt zu nahe. ja, und auch eure Logos, eure Bilder, die ihr dort einbindet, da haben wir uns überlegt, dass man sich da die dominierende Farbe rausrechnen kann und dass die wiederum diese Farbakzente setzt, was diesen diese Audioleiste, also die Fortschrittleiste dann auch noch einfärbt, alle Links einfärbt, dass man sozusagen so eine gewisse, eine Rahmenfarbe hat, eine dominante Farbe, die dort immer wieder auftaucht. Da unten sieht man es, in diesem Fall war es jetzt grün, das ist jetzt willkürlich gewählt und das lässt sich halt umsetzen. Das wollte ich eigentlich jetzt dieses Wochenende angehen. Mal schauen, ob es noch was wird, bis zum Sonntagabend. Genau, also hier ist sehr viel, hier kommt gerade sehr viel zusammen, über das wir schon wirklich sehr, sehr lange reden und es gibt auch noch sehr viel, was da auch noch mit reinkommt, werde gleich nochmal was vorstellen, ich habe glaube ich schon hoffnungslos überzogen, aber das muss jetzt sein und außerdem, ich weiß nicht, haben wir das so erwähnt, also wir sprechen von Embedding, das ist erstmal ein technisches Embedding, das heißt, der Player kommt jetzt auch anders in eure Webseiten, damit sollten diese ganzen CSS- und Theme-Konflikte, die wir bisher hatten, die sollten damit eigentlich der Vergangenheit angehören. Für wen es interessiert, das ist dann halt ein Iframe, das heißt, dass der Player ist einfach auch technisch isoliert von dem Rest der Seite und kann eben auch gar nicht mehr beeinflusst werden. Das hatte viele Implikationen, wie man das Ding technisch aufbaut, weil man dann ja wieder so Security-Implications hat und wie kann man da irgendwie rein und raus kommunizieren. Das scheint jetzt alles weitgehend gelöst zu sein, dass man den auch resizen kann, wie man das eben gewohnt ist. Und ja, das ich weiß auch nicht ganz genau, wann wir den Player dann auch mal in die Wildnis hinausschieben können. Ich hoffe bald, aber... also frühestens ab dem Moment, wo wir halt sagen können, jetzt haben wir auch Feature Parity mit dem, was bisher da war, dass sozusagen nicht was wegfällt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, den Punkt haben wir schon erreicht. Okay. Bei der Stabilität und bei den Kleinigkeiten gibt es noch ein bisschen was zu tun. Wir haben auf jeden Fall auch schon von Alex, ja, nochmal danke, schon eine Möglichkeit, das jetzt in den vorhandenen Publisher, da gibt es schon einen Branch, den einzubinden. Und das habe ich gestern schon getestet, es läuft durch. Allerdings habe ich noch kein PHP auf meinem Rechner, weil ich brauche es nicht mehr und deswegen habe ich es jetzt noch nicht gesehen. Also das möchte ich dieses Wochenende auf jeden Fall noch machen und so, dass wir dann experimentell auf jeden Fall das schon mal einbinden können. Für die, die unbedingt wollen. Nicht? Genau, es wird dann auch wieder noch so ein Schwester-WordPress-Plugin geben für Leute, die nicht den Publisher benutzen, aber den Webplayer trotzdem verwenden wollen mit ihren derzeitigen Lösungen, die sie nicht verlassen können. Der ist im Prinzip auch schon da. Also da tut sich einiges. So, okay, jetzt wollen wir mal ein bisschen vorspulen, weil wir haben ja noch, noch so einiges, erstaunlicherweise. Ich dachte ja erst, wir hätten gar nicht so viel, aber das ist alles gelogen. Quatsch, hier. So, das war der Webplayer und... Na? So, und dann haben wir ja noch das andere Problem, nämlich die Außenwelt. Die Außenwelt, ja, also ihr wisst ja, wie toll das ist, so, aber wir müssen ja auch die Außenwelt davon überzeugen. Und es gibt so eine besonders kritische Außenwelt, das sind nämlich diese ganzen Podcast-Client-Developer.
die ja alle so ihre, verständlicherweise ihre eigene Agenda und ihre eigene Interessenlage haben. Und wir haben lange darüber nachgedacht, was ist denn eigentlich das große Problem? Und das große Problem ist, für Leute da draußen, ihr kennt das sicherlich, ihr sagt so, ja, ich mache einen Podcast und den kannst du abonnieren. Und dann so, ja, wie macht man denn das? Ja, das ist ganz einfach. Da musst du dann nur irgendwie auf der richtigen Seite den Feed, was ist ein Feed? Ja, das ist diese komische URL mit den vielen Punkten und Strichen. Das musst du dann selektieren und kopieren und dann musst du dein Programm aufrufen und dann musst du gucken, wo man an diesem Programm vielleicht mit Copy oder Paste. So, und dann sind die Leute halt auch schon wieder weggegangen und das war's. Und wir haben da jetzt eine andere Lösung, nämlich den Podlove-Subscribe-Button. Ja. Ich denke, viele von euch haben den schon mal irgendwo gesehen. Ich habe den so Beta-Tester-mäßig in der Meta-Ebene eingeschaltet. Ein oder andere hat ihn sich jetzt auch schon rausgeschnitzt aus dem Web. Das hatte seinen Grund, dass wir den noch nicht freigegeben haben, dass das noch nicht dokumentiert ist, wie man den einbindet, weil wir noch bis zuletzt an dieser API geschliffen haben. Da wird Ben gleich noch was zu erzählen. Erstmal, worum geht's? Wir wollen halt eine Funktion anbieten, die das Abonnieren von Podcasts direkt aus der Webseite heraus einfach macht. Das heißt, man ist da, wo sich ein Podcast repräsentiert und dann soll es einfach so schnell wie möglich gehen. Technisch verwenden wir dazu sogenannte URI-Schemas, das heißt Programme auf einem Computer und auf dem Smartphone können halt so URLs mit so einem eigenen Anfangsstring registrieren. Also Instacast kann halt Instacast Doppelpunkt irgendwas registrieren. Und dann haben wir uns halt so gedacht, naja, da schauen wir doch mal, welche Clients was schon haben. Vor allem schauen wir mal, welche das noch nicht haben. Und so die letzten 2-3 Monate haben wir irgendwie alle Podcast-Clients, die diese Welt derzeit so produziert, herausrecherchiert und alle angeschrieben. Längliche E-Mails hin und her. Und das Interessante war, dass die Reaktion sehr gut war. Also es haben so gefühlt 80% der Podcast-Client-Developer reagiert und die allermeisten davon haben auch dann entsprechenden Support eingebaut. Da gab es gerade in den letzten Monat extrem viel Updates, die alle gesagt haben, jetzt können wir das auch, wenn sie es nicht ohnehin schon konnten. Ja, wie funktioniert das? Man klickt halt auf diesen Button und kriegt dann hier dieses User-Interface, was sich dann eben auch dem Gerät entsprechend anpasst. Da wird dann erstmal nochmal zusammengefasst, so, ja, hier, das ist das, was du irgendwie, das ist der Podcast, den du jetzt kriegst. Du hast jetzt auf diesen Button draufgeklickt, darum geht's, hier ist das Icon, hier ist der Titel, hier ist der Untertitel. Und dann klickt man hier auf Ab auswählen, dann kommt man auf den zweiten Bildschirm und da kriegt man dann halt entweder, jetzt habe ich die Reihenfolge ein bisschen vertauscht, da rechts, das heißt, der Button guckt, wo bin ich denn hier überhaupt? Ah, ich bin in diesem Fall auf dem iPhone, iOS, iPhone kenne ich. Das sind die Programme, die Podcast-Clients, die ich kenne. Das ist nicht die Liste der Podcast-Clients, die installiert sind, denn das ist eine Information, die man zumindest unter iOS nicht generieren kann. Das ist ein Security-Feature, dass man sowas nicht machen kann. Das heißt, wir bieten das irgendwie, wir bieten das einfach erstmal so roh an. Und ihr seht, es gibt da so einen Umschalter zwischen App und Cloud, weil in zunehmendem Maße gibt es ja jetzt auch Backends von Podcast-Clients, die im Web gelandet sind, also diese Syncing-Backends, in die man sich dann auch einloggen kann und die auch so ein Subscription-Management oder zumindest das Hinzufügen von neuen Subscriptions ermöglichen. Die haben wir dann auch integriert. Das sind alle, die es derzeit gibt, mit einer einzigen Ausnahme. Da fehlt Short Orange, was bestimmt keiner von euch jemals gehört hat. Aber das gibt's halt auch noch. Instacast Cloud ist halt das Backend von Instacast. Da kann man also jetzt quasi sich an einem beliebigen Computer auch einen Podcast hinein abonnieren. Man loggt sich einfach auf der Webseite an, sagt, ja, den bitte dazu, schließt wieder den Browser, alles super. Und wenn man das nächste Mal sein Instacast rauszieht, dann synkt er halt diesen neuen Podcast damit rein und es ist alles da. Dasselbe für GPodder.net, was ja nicht nur GPodder, sondern auch noch AntennaPod und ein paar andere Podcast-Clients powert. Player.fm ist so ein relativ neues System, was es ähnlich macht und Pocketcast hat halt jetzt auch noch so ein Backend. Aber vor allem ist halt diese App-Liste relativ lang und umfangreich. Wenn man sich dann jetzt eins aussucht, wie zum Beispiel hier den Castro, dann übergibt er halt an Castro, was so viele heißt, dass in dem Moment, wo man draufklickt, wird auch dann, wenn es installiert ist, tatsächlich Castro gestartet. Castro geht dann direkt in dieses User-Interface und sagt, ach, hier, Freakshow willst du abonnieren? Dann machst du noch einmal einen Button drauf und zack. Manche Clients übernehmen das sofort, manche fragen nochmal nach. Jeder hat da so sein eigenes User-Interface, aber so sieht es dann eben aus. Wenn die App nicht installiert ist, dann wird es irgendwie fehlschlagen, dann gibt es irgendeine kryptische Fehlermeldung, die klickt man dann weg und dann bleibt man halt immer auf diesem Screen und dann sagen wir so,
hat was nicht geklappt, dann probier's nochmal oder geh doch mal direkt in den App Store und dann kannst du das dann irgendwie auch gleich runterladen und dann ist irgendwie alles klar. Also es ist sozusagen, wer das einmal durchgemacht hat, wird wahrscheinlich dann immer klarkommen. Und wer das erste Mal macht, hat zumindest so viel Guidance, dass man die Chance hat, direkt zu irgendeinem Client zu kommen. Ja. Das sind die ganzen Clients, die wir unter iOS jetzt schon haben. Castro, Downcast, iCatcher, Instacast, Overcast, Pocketcast, die Podcast-App von Apple natürlich, Podcat und RSS Radio. Es war auch sehr interessant, mal das alles zu recherchieren, was es alles so gibt. Ja, das ist also echt erstaunlich. Ja. RSS Radio zum Beispiel habe ich noch nie gehört, ist aber irgendwie auch ein ganz netter Client. OS X, Downcast, Instacast, iTunes, demnächst dann wohl auch G-Podder, da fehlt noch das passende Update. Android und demnächst auch mit Einschränkungen Chrome OS, je nachdem, was sich da hinportiert. AntennaPod, Player FM, Podkicker, UPod geht heute schon, BeyondPod im nächsten Release, Pocketcast muss nochmal nachbessern, aber dann sollte das auch gehen. Bei Android warten wir auch noch auf. Warte mal, da habe ich einen vergessen. Da fehlt der Podcast Addict, fehlt hier. Podcast Addict ist hier auch mit dabei. Benutzt irgendjemand von euch noch einen Client, den er vermisst hier gerade an der Stelle? Nee? Alles dabei? Windows Phone benutzen ja auch ein paar Leute. Geht mit Bringcast, geht mit Podcast Picker, geht mit Podcast Launch. Und theoretisch gibt es da auch so eine Windows Default Podcast App, die. Naja, dann müssen sie nochmal dran arbeiten, aber so grundsätzlich geht's. Und sogar Windows unterstützen wir, iTunes natürlich, G-Podder, PodScout, Bringcast. Diese Windows Phone App wird da auch hinkommen, also diese Windows Phone 8 und Windows 8 Dinger, da kann man jetzt so Universal Apps machen, das wird dann zu mehr Podcast-Clients führen. Und Unix, Linux, da ist noch ein bisschen dünner, G-Podder und Clementine und vielleicht demnächst noch irgendwelche anderen. Huh? Irgendwas mit Pinguin, genau. Ja, und das war's, glaube ich, erstmal. Aber Ben sollte mal noch was zu dem Subscribe-Button sagen und vor allem zu dem Rollout, den wir jetzt irgendwie planen und wie wir das Ding noch integrieren wollen. Sag doch mal was. Ja, wie ihr gesehen habt, ist der Button schon relativ fertig. Als wir damit angefangen haben, habe ich gedacht, ja, das hacken wir jetzt mal so in 2 Wochen runter und kaum ein halbes Jahr später sind wir dann soweit. Da Tim auf jeden Fall auch nochmal danke für die Arbeit mit den Podcast-Clients. Auch mein Telefon sieht mittlerweile aus wie Sau, weil ich jetzt auch so 10 Clients pro Telefon installiert habe. Genau, zum Rollout. Also wie gesagt, der Button ist jetzt seit ein paar Wochen bei Tim schon im Testing und bei uns auch. Und bis jetzt hat sich eigentlich noch niemand so richtig beschwert, dass irgendwas nicht funktioniert. Deswegen ist der Plan, das jetzt übers Wochenende zur offiziellen Nutzung freizugeben. Und zwar wird es einerseits so funktionieren, dass man sich das Ding natürlich die Dateien, die man dafür braucht, selber runterladen kann und irgendwo hinschmeißen kann, wo man das selber hostet. Alternativ gibt es natürlich auch ein WordPress-Plugin und das wird, glaube ich, auch in den Publisher eingebunden, soweit ich informiert bin. Klar. Und die dritte Möglichkeit ist, dass die Dateien bei uns gehostet werden und das Ganze über ein CDN eingebunden wird, was dann dazu führt, dass man einfach über eine Zeile im HTML diesen Button einbinden kann und dem da die Metadaten reinschaufeln kann, die er braucht, um vernünftig angezeigt zu werden. Anleitung dazu gibt es dann mit dem Release. Und ja, ich denke, das war's. Genau, also im Publisher wird es dann sehr einfach sein. Im Wesentlichen habt ihr dann einfach so einen neuen Shortcode. Und dann sagt ihr einfach hier, Podlove-Subscribe-Button und fertig. Der holt sich alles irgendwie aus den Metadaten raus, weil Feeds und so, das kennen wir alles. Und dann ist der Button halt einfach da. Der Button wird so in wahrscheinlich so 3 Styles kommen. Kleiner Button, großer Button und Button mit Bild und mal gucken, ob man den dann auch noch skaliert bekommt. Kriegen wir den noch skaliert irgendwie? Mal gucken. Ja, aus irgendwelchen Gründen lädt jetzt hier das blöde Downcast gerade nicht richtig, wie das immer so ist mit dem Vorführeffekt. Ja, aber ihr seht schon, das funktioniert eigentlich relativ fluffig hier und man kann da schon einen gewissen Fortschritt zum
zuvor feststellen. Wir haben da auch noch so einige Pläne. In Zukunft soll der Subscribe-Button explizit dann auch Unterscheidungen machen können zwischen Audio und Video und Document-Podcast. Derzeit ist es erstmal nur Audio. Wir haben jetzt schon eine automatische Formatselektion drin. Das heißt, wenn man jetzt mehrere Formate anbietet, dann werden tatsächlich alle übergeben. Also wenn man jetzt das im Publisher macht und man hat so MP3, M4A, OGG, dann wird automatisch das Format ausgewählt, was für die jeweilige Plattform bzw. den jeweiligen Client wohl das Beste ist. Das heißt, auch da entfällt eigentlich diese Auswahl. Künftig, denken wir, sollte es hier in dieser ersten Seite, hier nämlich in diesem verdächtigen Freiraum, noch die Möglichkeit geben, da gegebenenfalls noch eine Anpassung zu machen. Das heißt, wenn jemand explizit ein anderes Format haben will, dann wäre das möglich. Und was wir auch debattiert haben, ist, dass man Varianten von Feeds machen kann. Also wenn man zum Beispiel High-Quality, Low-Quality Sachen hat. Ja, also große Datei, kleine Datei oder mit Musik, ohne Musik. Also Varianten des Podcasts, die man über Feeds anbietet, dass man das halt hier gegebenenfalls auch noch mit reinbauen kann. Aber erstmal wollten wir den vor allem funktionieren lassen, einfach machen und dafür sorgen, dass er sich möglichst schnell verbreitet. Weil für uns ist das jetzt super. Wir haben jetzt auf einmal einen echt interessanten Zugang zu diesen Client-Developern, die uns vorher immer so, ich würde nicht sagen ignoriert haben, aber das war so, ja, Podlove schön, irgendwie meinetwegen, aber komme ich so spät nach Hause. So, ja, wir haben euch irgendwie zur Kenntnis genommen, aber haben auch noch andere Sachen zu tun. Und auf den Button sind sie irgendwie gleich alle eingestiegen. Also, oh ja, das ist ja super, das funktioniert ja toll. Und da müssen wir jetzt dabei sein. Und die paar, die jetzt noch fehlen, das sind echt wenig, die werden, glaube ich, sehr schnell angelaufen kommen in den nächsten Wochen, wenn sich das Ding erstmal so ein bisschen rumgesprochen hat. Ja, wie sind wir denn jetzt in der Zeit? Ist es schon katastrophal oder ist es schon? Ich weiß nicht, was 17 Minuten drüber. 17 Minuten drüber erst? Das geht ja noch. Gut, dann will ich noch nur eine ganz kleine Sache noch hinterher erwähnen, aber ich demonstriere das jetzt mal nicht, sondern das können wir, glaube ich, in einem Workshop oder so sehr viel besser machen. Alex hat eine ganze Menge nebenbei noch gemacht und sitzt auch noch, auch wenn das noch nicht Teil von Podlove ist, das ist nochmal separat. Wir haben auch ein Shownotes-Modul gemacht, was man noch ganz gut mit dem Publisher zusammen benutzen kann. Da sind wir gerade dabei, diesen ganzen Shownotes-Kram nochmal so ein bisschen anders zu umzusetzen, auch mit Templates arbeiten zu können und so. Das ist so ein bisschen so eine inhaltliche Vorbereitungsarbeit, um irgendwann mal ja auch dieses ganze komplexere Timeline-Metadaten-Ding anzugehen. Das wird sich dann noch zeigen. Wir wollen morgen auf jeden Fall noch eine Session zum Webplayer machen, weil auch morgen gerade noch mal ein paar Leute dazu extra kommen, die leider heute nicht kommen können. Wir sollten sicherlich was machen zum Publisher, zur Einrichtung. Das werden wir dann nachher nochmal sehen. Also überlegt euch schon mal, was ihr für Fragen habt bezüglich des Publishers. Dann machen wir da gegebenenfalls noch ein, zwei Sessions zu. Templates wäre so ein Ding. Einrichtung an sich natürlich. QA. Und über Statistiken, wen das interessiert, da könnt ihr mal schon mal ein paar Fragen generieren, was euch da sozusagen interessiert, dass wir das vielleicht gegebenenfalls noch in dem nächsten Release gleich mit berücksichtigen können. Ja. Das war's. Also wie ihr mitbekommt, es ist fast nichts passiert und The future is looking good. Danke.